Hallo und herzlich willkommen zurück zu Fallout 4. Wir wollen uns ja jetzt vornehmen, die ganzen anderen Fraktionen noch einmal kennenzulernen. Und deshalb habe ich mir vorgenommen, dass ich einmal die Stählerne Bruderschaft und einmal die Railroad zumindest vorübergehend, dass ich denen zumindest vorübergehend beitreten werde. Und dann werde ich auch meinen alten Spielstand wieder neu laden, deren Ziele werden sich höchstwahrscheinlich nicht oder kaum mit meinen decken. Und ja, bei den Minutemen, muss ich sagen, habe ich bislang auch immer am besten gefahren eigentlich. Also ich bin da immer am besten gefahren mit den ganzen Quests und allem anderen auch, ne? Deswegen, direkt im Anschluss werdet ihr sehen, wie ich die erste Quest der Stählernen Bruderschaft abschließen werde. Viel Spaß! Da sind wir auch schon an der Stelle, wo wir uns mit diesem Paladin treffen sollen. So, gucken wir doch gleich mal rein. Ich weiß überhaupt nicht, was mich erwartet bei der Stählernen Bruderschaft, aber ich habe, wie ihr schon gesehen habt, mir meine Powerrüstung wieder geholt und angezogen. Damit wir... Meine Aussichten sind ziemlich schlecht. Wie gesagt, vielleicht humaner, dir einfach den Gnadenschuss zu verpassen. Oi. Du bist so ein herzensguter Mensch, Doc. Hör auf, rumzuzappeln, damit ich dich verbinden kann. Naja, ich will auf jeden Fall die Bruderschaft-Quest mit der, mit der Power-Rüstung machen. Wenn schon, denn schon, ne? Paladin Dance. Bist du bereit? Ja. Bereit. Wunderbar. Folge mir und versuche nicht zurückzufallen. Ja, und da wir hiernach höchstwahrscheinlich die Minutemen verlassen werden und es nicht möglich sein wird, zu den Minutemen zurückzukehren, nachdem wir die Quests für die Stählernen Bruderschaft gemacht haben, werde ich den Spielstand nochmal neu laden. Das bedeutet, ich werde jetzt nicht allzu sehr auf Loot gaffen und die ganze Zeit durch die Gegend laufen und versuchen, den größtmöglichen Profit aus den ganzen... Ausflügen zu machen. Ja. Weil es lohnt sich einfach nicht. Wenn ich sowieso im Nachhinein den Spielstand neu lade, um zu der nächsten Fraktion zu gehen, wozu muss ich dann zu viel Zeit damit verschwenden, durch die Gegend zu laufen und alles zu erforschen? Ich meine, so Terminals und so weiter und so fort kann ich ja durchaus noch hacken, um die ein oder andere Info rauszuholen. Aber ich denke mal, das war's dann auch schon. Deswegen kann ich jetzt auch ruhig ein bisschen verschwenderischer mit meiner Munition umgehen. Arcjet liegt im Westen, nicht weit von hier. Wenn wir dieser Straße folgen, können wir den größeren Ghoul-Gruppen aus dem Weg gehen, die sich in Cambridge rumtreiben. Guck mal, hier. Sich so weit vom Polizeirevier zu entfernen, ist riskant. Aber den Sender funktionstüchtig zu bekommen, hat oberste Priorität. Wenn es nach mir ginge, hätte ich mein Team schon längst verlegt. Der Gelehrte Halen hat beunruhigende Energiewerte in der Gegend gemessen, denen wir nachgehen müssen. Wir wissen nicht viel darüber, nur dass sie lediglich für kurze Zeit auftreten. Aha. Eine Frequenz verwenden, für die fortschrittliche Technologie erforderlich ist. Wir befürchten, dass derjenige, der für diese Energiewerte verantwortlich ist, eine Bedrohung sein könnte. Also müssen wir der Sache nachgehen. Okay. Alles klar. Ja, das sieht geil aus, oder? So zwei Kerle, die in... ich wollte schon Supermutant sagen, die in Powerrüstung einfach mal durch das Ödland stapfen. Also wer sich mit uns anlegt, der ist schön blöd. Und da sind auch schon die ersten Idioten. Oh Mann, sind die dämlich. Wartet mal. Okay, vielleicht werde ich am Anfang... Zwei weitere Teams hierher geschickt, um Technologie zu sammeln. Die Mission des ersten Teams war ein großer Erfolg. Sie haben kistenweise Vorkriegsartefakte und historische Dokumente mitgebracht. Die zweite Mission verlief nicht ganz so gut. Kurz nachdem das Team angekommen war, ist der Kontakt ab und wir haben nie wieder etwas von ihnen gehört. Was mein Team angeht, wir haben schon vier Männer an dieses verfluchte Ödland verloren. Seit unserer Ankunft werden wir laufend attackiert. Aber trotz dieser Rückschläge denke ich nicht daran aufzugeben oder als verschollen gemeldet zu werden. Okay. Ja, ich weiß, was ich am Anfang gesagt habe, dass ich nicht so sehr auf das Loot gaffen will, aber ich rechne immer noch damit, dass wir am Ende dieser Quest zumindest noch die Möglichkeit haben werden, das Angebot der Bruderschaft beizutreten ablehnen können. Von daher könnte sich ja dennoch für mich lohnen, das ein oder andere mitzunehmen. Ich hab was gehört. Echt? Oh, ernsthaft? Blähfliegen?
Darüber hast du dir jetzt Sorgen gemacht? Ach komm. Nee, da habe ich jetzt keinen Bock, zu denen zu gehen und die zu looten. Ich werde versuchen, die ganzen Gefährten-Quests, sage ich schon, die ganzen, Fraktionsquests möglichst schnell zu erledigen, damit wir uns wieder anderen Sachen widmen können. Zum Beispiel der Story oder eventuell dem Finden weiterer Nebenquests. Und eine Sache, die ich auf jeden Fall auch noch machen will, ist alle Wackelpuppen hier finden in dem Spiel. Das ist definitiv eine Aufgabe, die ich mich mit euch zusammen machen will. Allerdings muss ich sagen, werde ich nach gewisser Zeit durchaus in Erwägung ziehen, einen Leitfaden zu benutzen. Für die Wackelpuppen nur. Wir können also durch den Haupteingang rein. Jo, durch den Haupteingang. Wir sind ja zwei super Metallnasen, da können wir ordentlich tanken. Ne? Zwei Metallnasen tanken super. Alles klar. Na? Ja. Paladin Dance? Pass wow. auf, wir ziehen das sauber und leise durch. Keine Heldentaten. Alles schön nach Vorschrift. Verstanden? Okay. Verstanden. Wunderbar. Denk dran, unser Hauptziel ist der Hochleistungssender. Konzentrier dich und pass auf, wo du hinschießt. Ich will nicht von einem Querschläger getroffen werden. Nein, nein. Das nicht. Momentchen, Leute. Da hinten hat es gerade eine fette Explosion gegeben. Da kann ich jetzt echt nicht widerstehen. Ich muss da hingehen. Das sah nach was Interessantem aus. Oh Gott. Oh nein. Doch nicht so ein Vieh. Ah, schnell. Ja. Ich erinnere mich noch ganz genau an das letzte Vieh, wie das explodiert ist, bevor es zerstört wurde. Da ist der Rest von dem. Haha. Na also, hat auch einiges an Zeug dabei gehabt. Gegen was hat er denn hier bitte schön gekämpft? Der war ja schon halb demoliert. Naja. Soll mich jetzt nicht großartig stören. Ich will ja schließlich die stirnende Bruderschaft-Quest weitermachen. Wie gesagt, ich hoffe wirklich darauf, dass wir hiernach irgendwie noch zu den Minutemen zurückkehren können oder das Angebot von dem Kerl ablehnen können, der Bruderschaft beizutreten. Irgendwas. Auf irgendwas in der Art hoffe ich, ehrlich gesagt. Damit wir eben jede Fraktion einmal gesehen haben. Beziehungsweise, ich weiß ja noch nicht einmal, ob wir überhaupt in der Lage sein werden, der stählernen Bruderschaft beizutreten, wenn wir schon Mitglied der Minutemen sind. Wer weiß. Vielleicht sagt er, ey, du bist Mitglied der Minutemen, das geht jetzt aber gar nicht, jetzt musst du abhauen. Es waren Firmen wie diese hier, den letzten Nagel in den Sarg der Menschheit schlugen. Sie nutzten die Technologie für ihre eigenen Zwecke aus. Sie steckten das Geld ein, ohne sich Gedanken über den Schaden zu machen, den sie angerichtet hatten. Ja, ist das nicht immer so? Wow. Oh, hier wurden die Roboter auseinandergenommen. Sieh dir die Trümmer an. Es scheint, hat sich schon jemand um das automatische Sicherheitssystem der Anlage gekümmert. Aha. Schaltplatte, Militärstandard. Boah, da hat einer die Protektrons ja richtig auseinandergefriemelt. Meine Güte. So, hier, Sicherheitsterminal. Das gucken wir uns an. Das lasse ich mir nicht nehmen. Arknet Mail Sicherheitsbedenken. Von Thomas Reinhardt, CEO, an gesamtes Sicherheitspersonal. Ich möchte, dass Sie gemeinsam mit Ihrem Team eine neue Sicherheitsstrategie für den ArcJet-Komplex ausarbeiten. Das ist unser erster Auftrag für die USSA, okay, und ich möchte keine Probleme mit der Sicherheit haben, wenn wir am XMB Hilfstriebwerk arbeiten. Verdoppeln Sie die Bewachung rund um die Uhr und installieren Sie automatische Abwehrmaßnahmen innerhalb der Anlage. Ich möchte außerdem noch, dass Sie einen Berater einstellen, um ein besseres Sicherheitspasswort für unsere Terminals auszuarbeiten. Das automatische Versenden von Passwörtern per E-Mail nach Ablauf einer bestimmten Zeit ist lächerlich. Geschütztürme. Von Sam Brand, Leiter der Sicherheit, an gesamtes ArcJet-Personal. Ab morgen geben wir Identifikationsmarken an alle Mitarbeiter aus, die jederzeit getragen werden müssen. Die Marken sind mit einem schwach radioaktiven Isotop überzogen, das unsere internen Sicherheitsgeschütztürme davon abhält, versehentlich die eigenen Mitarbeiter zu erschießen. Sollten sie sich ohne Marke in der Nähe des Maschinenkerns aufhalten, sind wir nicht verantwortlich für Verletzungen, die sie in diesem Fall eventuell erleiden. Oder tot. Ne? Die Geschütztürme gehen in einer Woche in Betrieb, daher empfehle ich Ihnen, sich schnellstmöglich für Ihre Marke anzumelden. Ja, ansonsten sind sie tot irgendwann, wenn sie durch unsere Firma laufen. So ein bisschen wie in Hogwarts, ne? Wenn man da nicht aufpasst, pum! Wegen dem ganzen gefährlichen Shit, der da rumläuft, ist man ganz schnell als Erstklässler tot.
Super, geile Schule. Von Thomas Reinhardt, CEO, an Sam Brandt, Leiter der Sicherheit. Sam, was zum Teufel ist da unten los? Wie ist ein Pressevertreter an der Sicherheit vorbei, durch die gesamte Forschungseinrichtung und bis zum Maschinenkern gekommen, ohne unsere Alarme oder Geschütztürme auszulösen? Wir haben hier einen ganz schönen Schlamassel und Ihre Aufgabe wird es sein, ihn wieder zu beseitigen. Es ist mir egal, wie Sie das bewerkstelligen, aber tun Sie es. Sollte das später auf uns zurückfallen, werden Sie dafür verantwortlich gemacht. Das schwöre ich Ihnen. Oioioioioi. Und Protektron-Steuerung. Ja, komm, das lassen wir jetzt aus. Ja, jetzt müssen wir wieder mit dem Kerl reden. Paladin Dance? Sieh dir die Trümmer an. Wie es scheint, hat sich schon jemand um das automatische Sicherheitssystem der Anlage gekümmert. Yep. Weniger Sicherheit ist gut, genau. Ist gut für uns. Gut. Dann brauchen wir uns weniger Gedanken, um die Sicherheitssysteme zu machen. Negativ. Das ist alles andere als gut. Echt? Sieh dich mal um. Nirgendwo ist auch nur eine Patronenhülse oder ein Tropfen Blut zu sehen. Die Roboter wurden von Synths des Instituts angegriffen. Oh. Okay, gut geschlussfolgert. Ich werde die Augen offen halten. Alles klar, gehen wir weiter. Oh. Okay, also mit anderen Worten, die stählerne Bruderschaft versteht sich auch nicht gut mit dem Institut. Ich merke schon, das Institut ist, hat sich, scheint sich, glaube ich... ziemlich ruiniert. Ja. Ich sehe noch ein paar Schrottteile, die die Bruderschaft interessieren können. Wenn wir hier fertig sind, muss ich den Ort für eine Bergungsmission freigeben. Okay. Ja, scheinbar versteht sich das Institut mit keiner Fraktion im Ödland, beziehungsweise mit keiner Person im Ödland. Die scheinen ziemlich alleine zu stehen. Dafür haben die aber auch krass geile Technologie auf ihrer Seite. Die können sich fucking teleportieren, die Kerle. Haben wir in der letzten Story-Mission erfahren. What? Eine Sackgasse zu sein. Was zum Teufel? Ich suche nach einem Weg, die Tür zu öffnen. Ich schaue mich in der Zwischenzeit hier ein wenig um. Alles klar. Mach ich. Oh, Labor-Analytica-Terminal. Yay. Okay, Erinnerung, Passwortsicherheit. Dies ist die jährliche Erinnerung daran, dass alle Passwörter für die Terminals und Zentralrechner monatlich geändert werden müssen. Sollte dies nicht geschehen, kann das zu automatischen Passwortänderungen, zur Aufhebung von Netzwerkprivilegien und oder zu Disziplinarmaßnahmen führen. Bitte tragen Sie dazu bei, dass ArcJet Systems weiterhin sicher bleibt. Automatische Passwortänderung. Oh, ArcJet Labor Passwort hinzugefügt. Sehr gut. Nachricht zur automatischen Passwortänderung. Laut Protokoll ist Ihr Terminal-Passwort 3 Monate lang nicht geändert worden. Aus Sicherheitsgründen wird Ihr Passwort jetzt zurückgesetzt. Ihr neues Passwort lautet 9YB3N. Diese Nachricht wurde automatisch erstellt. Bitte antworten Sie nicht auf diese Nachricht. Okay, damit hätten wir schon mal ein Passwort. Vielleicht können wir damit ja irgendwas anfangen. Als erwartet. Ja. Ach, guck mal, und da können wir auch, glaube ich, direkt das Passwort benutzen. Sehr gut. Zack, Admin-Login, perfekt. Laborsteuerung. Verbindung zu Prototyp nicht möglich, wenden Sie sich bitte an einen Techniker. Ja, dann machen wir halt die Sicherheitssteuerung, Tür öffnen. Wo öffnet sich dann jetzt was? Na? Ah, da. Oh, oh. Oh nein, das sind Synths. Ich dachte zuerst, das wären Ghule. Boah, die können ja gar nichts. Dance? Okay, sichere deinen Bereich und sei leise. Das war ja scheiße easy. Seltsam. Lass sie schmecken! Yo! Alter, der ist ja krass drauf. Oder die Gegner sind einfach zu stark für uns. Was daran liegen könnte, dass ich die Quest jetzt eben mit einem sehr hohen Level absolviere. Oioioi, Wanddurchbruch. Ist hier was? Nö. Ja. Oh. Wow, was zum Teufel ist das denn? Okay. Das sah jetzt aus wie eine Laserpistolen. Nee, wie eine Laser-Minigun oder so etwas hat das gewirkt jetzt. Wow, was zum. So. Alles Schrott. Die können gar nichts. Die sind's. Ja, die sind echt ziemlich easy zu besiegen. Es wundert mich schon. Geschafft. So. Gibt es hier drin noch irgendwas? Wie gesagt, ja, ich weiß, ich habe gesagt, dass ich nicht zu sehr auf Loot gaffen werde, aber ich bereite mich jetzt nur auch für den Fall vor, dass ich noch irgendwie...
Ja, geh du mal. Ich arbeite jetzt halt für den Fall vor, dass sich hier etwas, dass sich noch was machen lässt, nachdem wir die Quest gemacht haben, dass ich eventuell noch bei den Minutemen bleiben kann. Na, hier oben kann ich doch sicherlich hoch. Ja, das ist mein Skyrim-Instinkt. Erstmal an allen steilen Wänden gucken, ob ich daran hochspringen kann. Und das klappt meistens gut. Meistens. Ja, den ganzen Schrott, den lasse ich jetzt ehrlich gesagt doch lieber liegen. Außer vielleicht so sowas wie Klebebandrollen, weil Klebeband habe ich momentan echt wieder ziemlich wenig, weil ich meine Waffen richtig... Ui, hoppla. Hätte ich die auslösen können? Wow, Das war ja knapp. Alles Klärchen. Was haben wir denn hier noch Schönes? Ein Laborterminal. Was haben wir denn hier? Monitors, Arsenals, Outcasts. Sehr gut. Oh, Laborberichte. Sehr schön. Was haben wir denn hier Schönes? XMB Treibstoffgemisch Nummer 1. Ich versuchte Dr. McClellan immer noch davon zu überzeugen, dass der Wechsel von Uran zu Deuterium ein wesentlich höheres Verbrennungsschubverhältnis zur Folge haben wird. Er macht sich Sorgen, dass die Deuterium-Raffinierung den Zeitplan des XMB-Hilftriebswerks um ein paar Monate verlängert, aber mein Bauchgefühl sagt mir, dass es das Risiko wert ist. Ich weiß, dass Reinhard uns sowieso schon alle 7 Tage die Woche an dem Projekt arbeiten lässt, aber mir ist die zusätzliche Arbeit egal, denn dadurch wird die Effizienz des Triebwerks verbessert. Nummer 2. Tja, ich habe mein Bestes gegeben. Ich habe Dr. McClellan meine Vorführung gezeigt und er war beeindruckt. Er hat meine Notizen direkt zum Vorstand mitgenommen und um eine Projektverlängerung gebeten, aber Reinhard hat Nein gesagt. Ich verstehe nicht, warum alles nur auf Geld hinausläuft. Wir schicken Menschen auf den Mars und möchten, dass sie so sicher und effizient wie möglich dorthin gelangen. Aber alles, was diese Mistkerle interessiert, ist die Tatsache, dass ein um 3 Monate längerer Zeitplan sie ein paar Millionen Dollar kosten wird. Ich bin es ganz ehrlich leid, dass die Bilanz uns diktiert, was wir im Labor tun und lassen. Nach Abschluss dieses Projekts werde ich mir irgendwo anders eine Arbeit suchen. Hochleistungssender Nummer 1. Nachdem das Treibstoffproblem mittlerweile behoben ist, wurde ich vom XMB-Hilfstriebwerk abgezogen und arbeite jetzt am Hochleistungssender. Ich glaube ehrlich gesagt, dass ich nicht mehr beim Antriebsprojekt dabei bin, weil ich als einziger so dumm bin, mich zu beschweren, wenn die Dinge schieflaufen. Statt also Treibstoffgemische und thermodynamische Kalkulation zu optimieren, lassen Sie mich jetzt eines unserer hochgelobten Funkgeräte fein abstimmen. Wie schön, dass ich meinen Abschluss in Kernphysik dafür verschwenden darf. Meine Aufgabe besteht darin, die Reichweite des HLS bis zum Ende des Monats um mindestens 50% zu erhöhen. Dürfte ein Kinderspiel sein. Hochleistungssender 2. Es hat nur 3 Wochen gedauert, aber ich konnte den Senderadius des HLS um mehr als 70% erhöhen. Mit einer dieser Schätzchen auf dem Schiff der NSSA müssten sie ein Signal innerhalb von 10 Minuten hin- und zurückschicken können. Jetzt muss ich nur noch die Stöße um ungefähr die Hälfte verringern, damit alles wie angefordert passt. Dann bin ich fertig. Hoffentlich bekomme ich dann wieder etwas Interessanteres zu tun. Safe-Steuerung. Ja komm, deaktivieren wir das Schloss mal. Damit es ein bisschen fixer geht. Großer Werkzeugkasten, ja. Wird sich bestimmt auch was finden lassen. Mano. Lass dich knacken. Perfekt. Cool. Silbergabel, wer so. Okay. Ja. Hoppala. Da musste ich jetzt. Da habe ich jetzt kurz Schluck aufgekriegt. So. Unser stählerner Freund ist ja... Hä? Ist er nicht hier durch die Tür durch? Genau, hier ist er durch. Alles klar, da ist er. Bleib sehr gut. Da vorne sind Geschütztürme. Ja, wir haben ja unsere Powerrüstung, ne? Ist ja... Easy peasy. Oi, dahinter ist ja noch einer. Komm schon, Geschütztürme, das ist die. Die sind doch keine Sicherung. Ach, die sind doch keine Sicherung, wollte ich schon sagen. Die sind doch keine Gegner für uns. Easy peasy. Leiste Feuerunterstützung für Paladin Dance. Ja, pff, das ist ja nicht schwierig.
Der Kerl hat doch selber eine Powerrüstung. So großartigen Schutz muss ich ihm jetzt auch nicht geben. Du bist von Metall umgeben, Junge. Da kannst du dir ruhig mal ab und zu was leisten. Ich meine, ich gebe zu, ich habe auch ab und zu meine Powerrüstung ein bisschen geschrottet, aber... Das hier sind nur lächerliche Sünds- und Geschütztürme. Das ist lächerlich. Muss selbst du zugeben. Na, sehe ich jetzt nichts. Moment. Da habe ich jetzt. Aha, 45er. Ja, damit. Ich komme jetzt. So. Wow. Okay. Ist da hinten irgendwas? Nein. Alles klar. Dann wieder runter. Wo ist er? Ach, da. Ja gut, wir folgen ihm. Wir folgen ihm jetzt einfach mal. Das dürfte unser letzter Halt sein. Alles klar. Ist das jetzt? Ja, okay, ist ein gesonderter Bereich. Sei still. Ihr wimmelt es nur so vor Feinden. Ja, alles klar. Geh doch. Geh voran. Perfekt. Okay. Ich bin echt gespannt drauf, wie unsere Möglichkeiten aussehen werden, nachdem wir die Quest fertig haben. So, Piper, was? Erstmal kriegst du mein ganzes Zeug hier. Ich habe mir schon gedacht, dass ich kurz davor bin, mein Limit zu erreichen. Nein! Oh, Mano! Das wollte ich doch nicht wegmachen. Die hier hatte ich, oder? Ja, ich glaube schon. Kann ich für dich tun? So, das muss ich jetzt schnell wieder ausrüsten. Ach komm, ich kann mich nicht ausrüsten, solange ich die Powerrüstung trage. So, jetzt, das ist doch Korinthenkackerei hier. Scheint der Strom ausgefallen zu sein. Ja, ist doch nicht schlimm, oder? Ich glaube, die einzige Gefahr, die einzige ernstzunehmende Gefahr für uns sind jetzt schwere Waffen wie Raketenwerfer und Fatmans. Die Gelehrten können sich hier ewig austoben. Nice. Und was auch noch eine Gefahr wäre, eventuell so Impulsgranaten und Minen. Das könnte ich mir auch vorstellen, dass das am oberen Ende des Kerns sein. Die Aufzüge haben aber keinen Saft mehr. Wir müssen weiter und versuchen, die Stromversorgung in der Anlage wiederherzustellen. Okay. Ja, wir haben halt so viel Elektronik in unseren Powerrüstungen. Jetzt labern wir doch nicht ständig dazwischen. Neben dem Hauptraum um. Ich bleibe hier und halte uns den Rücken frei. Ich warte immer extra darauf, dass du aufhörst zu reden, damit ich reden kann. Und was machst du? Du redest mir trotzdem dazwischen. Das stimmt ja, kein Strom. Ne. Okay, muss ich halt den langen Weg drumherum gehen. Ist ja jetzt... Ja, okay. War ja jetzt nicht allzu schwierig. Junkjet? Was ist das denn? Alter, das ist eine Waffe! Wie geil ist das denn? Munition, Müll. Ach, das ist das! Ja, sehr gut! Drücke Viereck, um Gegenstände in den Junkjet zu laden. Genau, und Techniker. Techniker holen Band. Bläh. Ja, geil. Das ist auch eine relativ beliebte Waffe, weil man damit sogar mit Teddybären auf Feinde schießen kann. So, Techniker, persönlicher Eintrag. Grinsen, lachen, spotten, necken. Oh, er hat einen Highschool-Abschluss. Alles gut, er war sich am Werkunterricht. Oh, guck mal, er liest Wissenschaftsmagazine. Ha, ha, ha. Ja, ja. Redet der Kerl aber mal weiter? Johlen, grinsen, lachen, spotten, necken. Ich mach das vorsichtshalber nochmal von vorne. Er hat einen Highschool-Abschluss. Alles gut, er war sich am Werkunterricht. Oh, ich höre mir das jetzt einfach mal zu ändern. Wissenschaftsmagazine. Ha, ha, ha. Werkunterricht. Sollen Sie das hier mal im Werkunterricht machen? Meine Ingenieurskunst. Das Beste auf dem Gebiet beschleunigter Waffen. Meine Schönheit. Mein Junkjet. Ah ja. Die werden sich noch wundern. Diese Ingenieure mit ihren Anzügen und tollen Abschlüssen. Am Montag werde ich es ihnen zeigen. Ah, nice. Ist also von dem Erfinder des Junkjets. Ja, das ist echt eine nice Waffe. Ich werde sie ehrlich gesagt persönlich gar nicht benutzen, glaube ich. Aber es gibt ja Leute, die feiern das total. Wie gesagt, ne? Teddybär. Selbst den kann man da reinladen. Das hat man ja, glaube ich, auch einmal in der Präsentation von Fallout 4 gesehen, wie einem Raider mit einem Teddybären einfach mal der Kopf abgeballert wurde. Das ist ein interessantes Bild gewesen. So, Hilfsgeneratoren starten.
Sehr schön. Begib dich zum Kontrollraum. Energieversorgung des Triebwerkskerns wiederhergestellt. Oh, optional Triebwerk aktiviere die Rakete. Zur Zündung. Was bringt mir das, die Rakete zu aktivieren? Wow, jetzt kommen aber holla die Waldfee. Boah, Alter, wie viele kommen denn hier? Das ist ja der Hammer. Yo. Alter. Yo, wie viele kommen denn noch? Leute. Wow, irgendwas ist jetzt gerade passiert. Aber Alter, was ist denn jetzt? Alles... Ah, ich habe keine Übersicht mehr, Leute. What the fuck just happened? Ach du Scheiße, ey. Das war ja jetzt richtig Action. Ich habe schon gar keine Übersicht mehr gehabt. Holy shit. So, alles mitnehmen. Die haben ja schöne Energiewaffen. Ach ja, ich trage zu viel. Piper, Alter. Ja, du versteckst dich hinter dem Paladin. Nee. Du kriegst jetzt ein bisschen was wieder zu tragen. So. Den Junkjet kann sie auch noch mitnehmen. Wie gesagt, ich brauche den nicht. Schlagring, ja. Wie viel kann sie davon? Gar nichts mehr, okay. Alles klar. Das war's schon an Piper. Mehr kann Piper schon nicht mehr tragen. Ist ja auch nicht schlimm. Ich glaube, wir haben hier jetzt eh ziemlich alles. Ah, hier ist noch einiges. Oh, ey, gerade die ganze Munition für die, Fusionszellen. Gerade die ganze Munition für die ganzen Energiewaffen, also die Fusionszellen, die wird mir sehr nützlich sein. Okay. Ja, was bringt es mir jetzt bitte schön, diese komische Rakete zu aktivieren? Das verstehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Habe ich hier jetzt noch irgendwo einen zweiten Dingens? Zweiten Questmarker war das Wort, was ich gesucht habe. Naja. Okay, Leute, aber ich würde glatt sagen, der Part ist schon langsam an seinem Ende angelangt. Deswegen würde ich glatt sagen, ich verabschiede mich an dieser Stelle von euch und wir sehen uns zum nächsten Part von Fallout 4, wo wir sehen werden, wie sich das mit der stillen Bruderschaft und uns entwickeln wird. Bis zum nächsten Mal.